Ja. Warte mal, ich muss meinen Hirn ausbilden. Genau. Muss ich das absetzen? Ja, dass du hörst, damit du hörst, was du hörst, damit du hörst, dass du klug hörst. Du musst damit der Schnauze recht zu. Da können wir so. Ja, das heißt, wir erklären jetzt die Leute, was wir eigentlich vorhaben. Machen wir das jetzt echt seriös, oder? Wir machen das halt so, wie wir es machen. Wir haben jetzt einfach nicht das Zeit und nicht die Geld. Beim Equipment haben wir, wie sagst du so schön? Sämtliche Kosten Mühen gescheut. Nein, tun wir das gescheit. Machen wir das gescheit. Achso, Flugmodus. Achso, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und mir jetzt einfach das Scheiße, gell? Wir werden das mittelseriös machen. Wir fangen an? Indem ich auf Aufnahme drücke und wir einfach anfangen. Grüß euch. Hallo. Hallo. Wir? Also ich muss jetzt sagen, wie ich heiße. Der Christian Bachler. Und der Wilhelm Geiger, a.k.a. der Honk oder der Difluencer. Genau, ich Vulgo Berger sozusagen. Vulgo Berger, stimmt, ja. Also ich, dann Vulgo Difluencer. Genau, Vulgo Difluencer. Vulgo Difluencer. Ja. Also wir machen sogar jetzt bei der Aufnahme ein bisschen Innovation. Wir wollen euch eigentlich kurz erklären, warum es Power to the People gibt, was wir uns dabei denken und ja, was euch in der Zukunft, auf was euch freuen könnt. Oder? Mhm. Ich habe noch eine technische Frage. Muss ich mich mehr aufs Mikro oder mehr auf die Kamera konzentrieren? Das ist jetzt je nachdem, was der lieber ist. Ja? Okay. Ja? Ein Radiogesicht, also eher Mikro. Das ist ein Radiogesicht, ja. Das ist schön. Deswegen machen wir auch nur heute das eine Mal dieses Video, weil in Wirklichkeit mit diesen Mikros kriegst du die Stimmen recht schön hier, aber so ein Gesicht mit einer Kamera schön machen, das hilft auch nicht wirklich. Gell? Genau. Also von dem her. Ja, wir fangen mal an. Wir haben einen Jingle gemacht, den kennt ihr bei unserem Podcast her, den werden wir jetzt kurz mal einspielen. Da haben wir auch wieder sämtliche Kosten und Mühen gescheut. Podcast für überhaupt und außerdem Haltigkeit und alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zu. Und dann. Halt's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen. Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und EOS. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. So, und dann fadet das aus und immer wenn das dann leiser wird, dann fängt eigentlich die richtige Sendung im Radio oder auf unserer Webseite dann an. Ja, und ich werde jetzt das einfach so machen, wir interviewen uns jetzt gegenseitig und ich würde von dir, Christian, gern wissen, warum geht es bei Power to the People oder was ist da eigentlich deine Mission bei der Seite, bei dem Podcast? Grundsätzlich darf ich das gern selber abwiesen, aber nein, ja, Spaß. Das entwickelt sich so. Spaß beiseite. Das ist ein Thema, was, glaube ich, uns beiden seit Jahren mittlerweile unter die Nägel brennt, oder? Ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt? 3 Jahre? Ja, 3 Jahre. Knapp 3 Jahre, nicht? Also genau. Weihnachten war es eigentlich. Du warst so quasi, ich war deine Weihnachtsüberraschung damals, nicht? Genau, das war das Weihnachten, was ich aus der Erinnerung ein bisschen gelöscht habe. Nein, ich glaube, wir müssen vielleicht generell kurz ausholen, wer du bist, wer ich bin. Ja. Das ist der Willi, der ist unser Facebook und so verfolgen. Er halt eben als Defluencer oder als Honk, also als Hilfskraft ohne nennenswerte Kenntnisse bekannt. Danke dafür. Das ist ein total falscher Eindruck, den wahrscheinlich viele haben von Willi, weil der Willi da sich sehr oft und sehr talentiert als Kasperl darstellt. Der Willi ist aber jetzt nicht nur ein zugelaufener Airbnbler, den wir nicht mehr loswerden, sondern für mich ist der Willi wirklich wichtig. Der Willi ist nicht nur ein Freund, der Willi ist mittlerweile Teil der Familie. Und hat mir über sehr, sehr viele komische Zeiten schon drüber geholfen. Und die gemeinsamen Interessen, wir ergänzen uns recht gut. Der Willi ist nämlich voll angefixt von manchen Ideen. Und eben Power to the People. Man sieht es an unserem technischen Equipment. Er hat so ein cooles Stativ. Ich habe so die Hornbach-Lösung. Ja, man dachte, das ist authentisch. Ne? Das ja, ist sowas, ja. Das Erdige, das passt ja zum Bauern. Nicht? Genau. Der Willi steht ja quasi beruflich derzeit zumindest oder in der Vergangenheit für die Gegenseiten von uns als Landwirt. Ne? Du bist in der Industrie. Zum Teil, ja. Zum Teil. Ja, schon. Ja. Verbinden tut uns wieder, dass wir beide Interesse haben an kulinarischer Vielfalt, generell an Vielfalt und an
Problemen oder Entwicklungen, die die Gesellschaft betrifft. Ne? Definitiv. 100 Pro. Und wie du im Jingle so schon sagst, beim Reden können wir die Leute zusammen, wir reden wir zu wenig miteinander. Richtig. Also wir reden viel miteinander. Wir reden viel miteinander, aber... Und deswegen sind wir zusammengekommen irgendwie. Ne? Wir haben uns irgendwie austauscht, durchs Reden habe ich viel gelernt. Also vor allem, ich habe viel gelernt durchs Reden. Ja, umgekehrt genauso. Ja. Man muss nämlich sagen, der Willi, der ist einmal so in so eine echte Schulgang. Also so, ich kann das, so eine Uni, genau. Und der hat ganz einen anderen Blickwinkel auf viele Sachen, mit denen wir uns um und umschlagen. Mhm. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Und so ist halt dann irgendwann, oder glaube ich, nach dem zweiten Mineralzitron, ist halt dann die Idee gekommen, dass man irgendwas machen müssen, wo wir Konsument, Produzent und generell Leute, die irgendwie was dann Zwischen, sagen haben, zusammenbringen. Genau. Und nach dem dritten Mineralzitron ist dann deine Idee gewesen, Power to the People. Power to the People, genau. Genau. Ja. Reden. Und genau, du hast es eh schon gesagt, auf der einen Seite gibt es jetzt, weil wir da gerade sitzen, auf der einen Seite gibt es den Bauern, ne, der produziert. Auf der anderen Seite gibt es den Konsumenten oder den Stadtmenschen, so wie mich, der kauft halt ein und hat irgendwie wenig Ahnung oft von dem, was er kauft. Und mein Eindruck ist einfach, dass das Verständnis, das gegenseitige Verständnis von gesellschaftlichen Gruppen, in unserem Fall ist halt der Konsument auf der einen Seite und der Landwirt auf der anderen Seite, dass das einfach irgendwie über die Jahre hinweg immer mehr verloren gegangen ist. Ne? Der eine kauft noch mehr, du produzierst, aber man redet dann selten miteinander. Und erst, wenn man sich miteinander redet, und wir haben ja schon so ein Interview geführt, das kann man eh schon nachhören, da kommt man dann drauf, zum Beispiel der Freizeitbegriff, das war da so ein Thema, nicht? Hm, genau. Und was bedeutet für einen Bauern Freizeit und was bedeutet für einen Stadtmenschen Freizeit? Und da kommt man dann drauf, ja, Leckarsch, das ist schon, das sind zwei verschiedene Welten. Genau. Und nur, wenn man die versteht, wenn man das einmal gehört hat, dann tut man sie vielleicht im nächsten Gespräch leichter, wenn man mehr auf den anderen eingehen kann, das ist das Wichtige, das Eingehen aufeinander. Und man unterhält sich einfach besser, nicht? So, das ist so. Genau, ja, genau. Und man ist halt dann oft irgendwie eindimensional, nicht? Dass man bei vielen Themen, wir Bauern, die haben das sehr, sehr gern, dass wir uns auf ein Ding fixieren. Ja, nicht nur die Bauern. Ja, aber der böse, böse Konsument, wenn der das und das tat, dann war alles anders. Genau. Wir haben überhaupt keine Ahnung, in was für eine Welt das der lebt. Der wir, Konsument, gell? Der Landwirt. Die Konsumentin. Und die Konsumentin, ja, aber Konsumentin. Der Landwirt. Wir sind ein offiziell zertifizierter Genderbauernhof, gell? Also, da. Stimmt, war letztens sogar die Kontrolle da. Gell? Genau. Fair und Transparenz hat es auch, glaube ich. Genau, da werden wir dann noch ein bisschen genauer ausholen. Da gibt es dann aber noch ein eigenes Video. Ja. Sollen wir es gar ankündigen, irgendwie die Label? Wir werden ein Label gründen. Nein, da läuft noch eine Studie an der Alternative University auf Bergerhof und da müssen wir noch die Ergebnisse abwarten, dass es wirklich alles seriös ist. Wir machen ist. Das dann empirisch, aber genau. Da kennt sich auch schon. Wir haben da eine externe Expertin, ne, die uns da beraten hat. Ja. Das ist die Dame hinter der Kamera. Ja. Deswegen schauen wir da teilweise auch so schief neben die Kamera, nicht direkt in die Kamera, weil hinter der Kamera steht quasi unsere Expertin für eh alles. Genau. Ja. Aber irgendwie das mit den zwei Mittelfingern, mit den ausgestreckten, ich weiß nicht, was sie uns sagen will. Aber nein, das ist nicht die Daumen. Nein. Okay. Ja. Ja, aber zurück zu Power to the People. Haben wir jetzt im Prinzip schon alles erklärt, worum es geht? Oder? Nein, haben wir nicht. Nein, sie sagt auch nein. Ja. Okay, Dialog, Konsument, Produzent, ne, der Klassiker. Und was uns dann in einem anderen Themenbereich aufgefallen ist, ist einfach das, dass wir heute zum Teil in einer blöden Welt leben. Und zwar insofern, dass ich zum Beispiel brutal viele Kollegen habe und du natürlich auch in deiner Branche und rundum und um, bis in die Politik, die sagen, du, ich tat gern sagen, was ich mir denke, was mir unter die Nägel brennt. Ja. Wenn ich das aber sage, dann muss ich am nächsten Tag Scheitel knien und bin arbeitslos. Genau. Und bei den Bauern ist genau das Gleiche. Der sagt, du, dann kommt dann so ein lustiger Typ, der mich kontrolliert, der kann mich vielleicht, der macht mir Probleme. Ich traue mich gar nichts mehr sagen, was ich anders machen darf. Und da war halt da mit so einem, wie heißt das moderne Wort für Radio zum Mitnehmen? Podcast, genau. Das ist nicht drinnen, das ist so eine App. Genau, so mit Kopfhörer und so. Ne? Wo man da halt quasi Stimmen, die sonst nicht gehört werden würden, vielleicht zum Reden bringen. Genau. Und wichtig ist auch, wir werden Interviews führen mit Landwirten, wir werden keine Videos machen, das ist halt quasi die Ausnahme. Genau. Das, was in der Zukunft passiert, vielleicht werden wir irgendwann einmal auch einen Vlog, ein Videoblog. Aber grundsätzlich geht es darum, wir werden Videos führen mit... Sie zeigt uns schon wieder Mittelfinger, also irgendwas hat sie. Du, wir machen da gerade ein Video, du kannst das nicht die ganze Zeit ablenken. Gell? Du bist still beschäftigen dabei. Das soll möglichst professionell sein, das Ganze. Genau. Das heißt, wir wollen Interviews machen mit Landwirten, einfach die zu Wort kommen lassen, aber dann nicht quasi so
Standard-Interviews, sondern wir wollen einfach Gespräche führen und bei den Gesprächen hängt halt zufällig ein Mikro dabei, damit man das auch mit anderen teilen kann. Wir wollen aber auch Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich an uns wenden mit Themen. Also es muss nicht immer jeder seinen Namen sagen. Wir sind ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen eine journalistische Plattform. Das heißt, wenn ihr Themen habt, und der Christian hat es eh schon gesagt, nicht? Und hin und wieder fürchtet man sich halt, wenn man was zu laut sagt in der Öffentlichkeit, was ist mit meinem Job, was sagt mein Umfeld, wir haben das jetzt auch mitgekriegt, gell? Wenn man in den sozialen Medien bekannt wird, dann wirkt sich relativ schnell aufs persönliche Umfeld auf, das heißt, da kommt man relativ schnell in ziemlich ungute Situationen. Was ich sagen will, wenn es einfach auch Geschichten gibt, die man erzählen will, wo man seinen Namen nicht sagen will, ist auch bei uns, glaube ich, ein Platz, wo man das tun kann, mit uns oder durch uns, das müsst ihr euch dann aussuchen. Wir wollen aber nicht nur den Bauern fragen auf der einen Seite, sondern wir wollen die Perspektive von allen Seiten haben. Das ist das Wichtigste. Wir wollen nämlich in dem, was wir tun, nicht werten. Ja? Und irgendwie eine moralische Botschaft in die Welt auszuschießen und sagen, unser Weltbild wollen wir euch jetzt aufdrängen. Sondern was wir wollen, ist, wir wollen möglichst viele Perspektiven aufzeigen, möglichst viele Gespräche führen und dabei euch die Möglichkeit lassen, euch euer Büdel zu bilden. Ja? Und ja, mehr ist es nicht. Aber wenn wir das schaffen und das ein paar Leute anhorchen, dann ist das eigentlich schon recht viel. Ja? Ist mehr, wie man, sage ich mal, so im normalen Job auch weiterbringen kann. Das hast du jetzt schon gesagt, ja. Danke. Ja. Jetzt sagst du wieder was. Ja, du hast jetzt eh schon ziemlich alles gesagt. Jetzt habe ich alles gesagt. Ich glaube, wir wollen uns bemühen, dass man wirklich jeden, der was zu sagen hat oder der sich was zu sagen traut, zu Wort kommt und nicht. Genau. Ob der jetzt militanter Veganer ist oder intensivst Schweine möchte gern, wird Herrschaftsbauer. Genau. Also die Ole. Was wir schon wollen, ist gewisse, ja, also was wir machen, ist wertschätzend, es ist hoffentlich teilweise lustig. Es ist immer auf den Punkt gebracht, aber es ist immer wertschätzend und wir fangen nicht an, dass wir da jetzt irgendwen beleidigen. Nein, das ist um Gottes Willen. Das ist uns auch wichtig für die Interviews und für die Gespräche. Das kann jeder seine Meinung sagen, weil du auch gesagt hast, Veganer, wo du ja selber teilweise übers Kreuz kommst mit der Community. Aber das ist einfach eine Sichtweise auf Dinge, die einfach wichtig ist, die in gewissen Bereichen sicher ihre Berechtigung hat. Und diesen Dialog, den suchen wir einfach fertig. Nicht? Genau, und ob du Veganer bist, Zeuge Jehovas oder sonst irgendwas, solange du deine Meinung, sage ich mal, geradeaus und wertschätzend umbringen kannst und das irgendwie auch zu unserem Blog passt, weil im Endeffekt heißt es Power to the People und irgendwie alles dazwischen. Der Blog für, was haben wir gesagt, für Nachhaltigkeit und eh alles und überhaupt und außerdem. Das heißt, da passt eh viel rein. Aber. Ja, schon. Ja, genau. Genau. Wird schon passen. Okay. Nein, ich glaube, das wird schon. Ja, das passt schon. Ja. Und jetzt? Wollen wir noch wen grüßen? Ich grüße meine Mama. Die Mama. Und unsere Redakteurin, der glaube ich schon die Mittelfinger einschlafen, weil sie die ganze Zeit. Die ist das Paradebeispiel. Du rennt die Kamera eigentlich noch. Die rennt noch. Hat noch keiner angerufen, oder? Boko Hanka schaut. Scheiße. Ja, mit so Sachen macht man keinen Spaß, gell? Also wenn du kommt ein Bild siehst am Display, dann... Es ist halt, sie steht halt irgendwie unter der Kamera. Die Kamera ist zu weit ein bisschen. Ja, aber gut. Mit diesen Worten, wir haben... ich sag noch was. Die Mama hast gegrüßt, oder? Genau, die Mama nicht gegrüßt. Alle, die mich kennen. Ja. Genau. Ja, schönen Gruß. Ja, ich grüße auch die Mama. Ja, alle, die... Es ist völlig einfallslos, wenn ich das Gleiche sage wie du, gell? Ja, aber... Ich grüße aber auch deine Mama. Das ist mir wichtig, weil das ist, umgekehrt. Nach meiner Mama, die zweitliebste Mama, die ich kenne, die ist super. Wir grüßen auch die Dame hinter der Kamera, ganz wichtig. Gell? So macht man das dann. Ja. Genau. Und ja, wir haben nämlich nicht nur ein Intro-Jingle, das was wir vorher kurz angespielt haben, sondern wir haben nämlich auch ein Outro komponiert. Wir haben ein Outro. Ein Outro. 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 Okay. Outro. Schott. Und ja. Ein Auto schauen wir dann. Und das spielen wir euch jetzt vor und wenn das dann aus ist, dann sind wir auch irgendwie daheim. Genau. Und da stoßen wir nochmal mit dem Bier an. Das haben wir eh. Das haben wir anonymisiert. Quasi anonymisiert. Wir können es raten, was das ist. Genau. Ja. Da, Prost. Aber Bier klingt so oldschool, das ist ein Hopfensmoothie. Entschuldigung, Hopfensmoothie aus der Bergerhof Innovationsküche. Und jetzt kommt der ultimative Outro-Jingle, wie auch immer. Jetzt
musst aufpassen. Servus. So, jetzt muss ich irgendwo auf Stopp drücken.